Microsoft Publisher Objekte platzieren und gruppieren. Publisher ist wie PowerPoint ein Programm, wo man einzelne Teile, also Bilder, Texte, Tabellen und so weiter, als einzelne Objekte irgendwo platzieren kann. Und manchmal ist es dann nötig, dass man einzelne Teile wieder verschiebt. Da wäre man froh, man könnte die gruppieren. Selbstverständlich kann man das auch. Ich beginne einmal mit dem Platzieren dieser Bilder. Ich packe dieses Bild hier, stelle es in die obere linke Ecke. Es erscheint eine Hilfslinie oben links und ich ziehe nun diesen Ecknagel in die Größe, bis sie diese Begrenzungslinie hier berührt. Ja, nicht den mittleren Nagel packen, denn das verzerrt das Bild. Ich mache das nun wieder zurück, also immer einen Ecknagel packen. Und jetzt bin ich da nicht ganz so sicher, wann das hier genau ist. Ich vergrößere da hier einmal die Ansicht und habe nun hier das genau im Griff, etwa so. Leider erscheint hier keine Hilfslinie mehr. Ich mache einen Doppelklick auf das Bild, dann erscheint hier die Bildbreite. Ich weiß nun, das Bild ist 9,25 cm groß. Das heißt, nun kann ich beim nächsten Bild schon im Voraus mit einem Doppelklick sagen, das sei 9,25 cm. Zentimeter groß, die Zentimeter braucht man gar nicht zu schreiben. Ich drücke die Enter-Taste. Nun habe ich das hier. Ich weiß, es überdeckt jetzt das Logo. Aber jetzt gefällt mir das nicht, denn wenn Bilder nebeneinander sind, dann sollten sie irgendwie gleich hoch sein. Wenn sie untereinander sind, dann sollten sie gleich breit sein. Das würde jetzt also passen, wenn sie untereinander sind, aber nicht, wenn sie nebeneinander sind. Wie kriege ich das nun hin, dass das stimmt? Ich mache das wiederum größer und mache das nun ganz langsam. Ich verkleinere tatsächlich einfach von Auge einmal das linke Bild und vergrößere dafür das rechte. Und schau mal, ob das passt. Ich hätte da gerne einen kleinen Abstand. Es passt noch nicht ganz. Ich mache das erste noch ein bisschen kleiner und kann das zweite dafür noch ein bisschen größer machen. Jetzt erscheint sogar eine gestrichelte rote Hilfslinie, ich lasse es los, jetzt sind beide gleich groß, es stimmt zwar nicht mehr mit den Spalten, aber sie sind dann dafür gleich groß. Jetzt weiß ich noch nicht ganz sicher, ob ich diese beiden Bilder hier stehen lassen will, deshalb gruppiere ich gerade diese beiden zu einer Gruppe. Ich klicke auf das eine Bild, drücke die Ctrl-Taste, drücke noch auf das andere Bild, sage hier oben gruppieren. Und jetzt kann ich das Ganze in einem Schwups herumtragen und muss da nicht einzelne Bilder verschieben. Ich löse die Gruppe hier wieder auf. Ich gehe da oben auf Gruppe aufheben. Ich stelle das eine Bild nun zur Seite, denn ich möchte an diesem Bild hier etwas anderes zeigen. Ganz ähnlich läuft das zum Beispiel, wenn ich noch eine Form hinterlege, so wie ein Bilderrahmen. Ich mache hier oben eine neue Form, so, die Form, die soll hier beginnen, etwa so. Darunter kommt dann noch eine Bildunterschrift, ich lasse los. Natürlich ist diese Form jetzt über dem Bild und es hat auch noch die falsche Farbe. Ich lege hier eine feine Farbe hinein, ich will keine Kontur und natürlich soll dieses Viereck in den Hintergrund verschwinden, also hier nach hinten in den Hintergrund. Jetzt habe ich diesen Bilderrahmen erhalten, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bildunterschrift, ich habe sie hier bereits vorbereitet, ich stelle das hier darunter, etwa so. Und wenn ich nun das herumtragen müsste, dann müsste ich jetzt ja alle drei Elemente mühsam einzeln herumtragen. Deshalb gruppiere ich auch das. Ich klicke hier auf das Textelement, drücke die Ctrl-Taste, damit ich noch das Bild markieren kann und natürlich auch noch den Rahmen dahinter. Jetzt habe ich alle drei Elemente angeklickt, wähle hier oben Gruppieren und kann jetzt das als Ganzes herumfliegen und weiß, es stimmt so in der Proportion und in der Größe. Was passiert, wenn ich hier
am Seitennagel der Gruppe ziehe. Ich probiere es mal. Aha, das Bild verzerrt der Text nicht. Ich mache das wieder zurück. Also auch hier nie am Mittelnagel ziehen, sondern nur immer am Ecknagel. Was passiert, wenn ich am Ecknagel vergrößere? Und jetzt merke ich, da kann ich trotzdem noch verzerren, da bin ich auch unsicher. Ich mache es mal größer, vielleicht so, auch verzerrt, aber der Text nicht, das ist einmal gut zu wissen. Der Text ist auch nicht größer geworden. Ich mache das wieder retour. Wie kann ich das nun proportional vergrößern? Drücken Sie dazu die Shift, also die Großschreibtaste, lassen Sie sie gedrückt und jetzt kann ich die ganze Gruppe proportional vergrößern. Ich mache es mal so. Und jetzt ist das Ganze über das Papier vergrößert. Jetzt würde es mich interessieren, ob ich denn innerhalb der Gruppe ein Element packen kann, zum Beispiel das Bild, und nur das Bild in der Gruppe verschieben kann. Ich pack's mal. Tja, das geht leider nicht. In PowerPoint geht's, hier nicht. Also machen Sie immer zu Gruppen. Denn das erleichtert die Arbeit. Bis zum nächsten Film.